Nach Finanzminister Gernot Blümel kommt Reinhold Einwallner zu Wort, ein Optiker aus Hörbrand in Vorarlberg. Er ist Sprecher für innere Sicherheit der SPÖ. Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, diese vier Tagesordnungspunkte heute Vormittag geben uns natürlich die Möglichkeit, über Finanzen und Steuern zu sprechen. Und das ist eine gute Gelegenheit, weil es auch sichtbar macht, wie die Positionen in diesem Haus sind, wenn es um Steuergerechtigkeit geht, meine Damen und Herren. Weil eines muss uns klar sein, die Bewältigung dieser Krise ist eine Frage der Gerechtigkeit. Und diese Frage stellt sich vollkommen zurecht. Und dass das Thema Steuergerechtigkeit ein vielschichtiges ist, das zeigt es, und wir haben es aufgezeigt, das geht von den Gemeinden, der Finanzierung der Gemeinden bis hin, auch wie geht es den ganz kleinen Unternehmen, den Kleinstunternehmerinnen und Unternehmen in unserem Land gegenüber den Konzernen, den Online-Konzernen. Auch eine Frage der Steuergerechtigkeit, wie geht es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in unserem Land, meine Damen und Herren. Und wenn wir darüber sprechen, wie die Positionen hier im Haus sind, zeigt sich eines, und das ist das Enttäuschende, dass von den Grünen nichts kommt zum Thema Steuergerechtigkeit. Da gibt es McKinsey-Sprech vom Herrn Schwarz, aber nichts zur Steuergerechtigkeit. Keine einzige Frage wird beantwortet. Die Grünen haben sich offenbar aufgegeben. Die Grünen haben sich offenbar aufgegeben in dieser Frage, und das ist schon mehr als enttäuschend, nicht nur in der Frage der Kontrolle, offenbar auch in der Frage der Steuergerechtigkeit. Und weil sich der Kollege Loacker schon wieder so echauffiert, meine Damen und Herren, das Thema Gerechtigkeit ist offenbar für ÖVP und Neos ein ganz schwieriges. Das hat die Frau Doppelbauer bewiesen und der Herr Kopf bewiesen. Wenn es um Gerechtigkeit geht, dann wird es schwierig für euch. Weil ihr offenbar das Gefühl verloren habt. Ihr habt das Gefühl verloren, wie es den Menschen draußen geht, wie es jemandem geht, der am Ende des Monats nicht genau weiß, wie er die Miete zahlt. Das Gefühl habt ihr verloren. Und da helfen auch keine Prognosen, auf die sie sich stützen, weil keine Prognose zahlt eine Miete. Wir müssen die Menschen entlasten und wir müssen für Steuergerechtigkeit sorgen in diesem Land, meine Damen und Herren. Da braucht es mehr wie Ankündigungen. Und zum Kollegen Kopf, weil heute wieder der Spruch gekommen ist, wenn es der Wirtschaft gut, geht es uns alle gut. Geht es der Wirtschaft gut, dann geht es der Wirtschaft gut, und das ist schon alles. Wenn es dem Menschen gut geht, geht es der Wirtschaft gut, Herr Kopf. Und verwechseln es doch nicht. Die Wirtschaft mit der Wirtschaftskammer. Es kann schon sein, dass es der Wirtschaftskammer gut geht, weil die haben ja offenbar auch profitiert von dieser Krise mit der ganzen Abwicklung der Gelder und Förderungen. Meine Damen und Herren, abschließend noch einen Satz zu den Gemeinden. Frau Kollegin Götze, ich weiß nicht, ob sie noch da ist, aber es ist schon schön und gut, wenn die Gemeinden transparent auf der Homepage des Finanzministers sehen, wie viel Gelder schon geflossen sind. Aber das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist ja ganz anderes, aber das habt ihr noch nicht am Schirm. Das Problem ist, dass diese Gelder wieder zurückbezahlt werden müssen. Und das ist das Problem für die Gemeinden in unserem Land. Und da müssen wir was ändern. Und da haben Sie heute die Chance, hier entscheidend gegenzulenken, indem Sie den Antrag unserer Fraktion unterstützen, dass die Gelder wieder zurückfließen zu den Gemeinden und nicht wie ein Kredit behandelt werden. Es braucht jetzt ist die Stunde gegeben, wo es endlich den Zeitpunkt gibt für Steuergerechtigkeit in diesem Land. Nutzen wir diese Gelegenheit und schaffen Gerechtigkeit in unserem Land. Dankeschön.